Bis zur Bundestagswahl wollen wir Ihnen die Bundestagskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren Wahlkreisen vorstellen. In dem gleich folgenden Kurzcheck können Sie sich ein erstes Bild machen. Nach den Nachrichten folgt dann ein ausführliches Gespräch mit meinem Kollegen Roland Steck. Heute stellen wir Ihnen Pascal Kober von der FDP aus dem Wahlkreis Reutlingen vor. Gut gemacht hat sie, dass sie unglaublich sympathisch ist und humorvoll. Versäumt hat sie, Deutschland fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Mehr Freiheit, mehr Kreativität, mehr Optimismus oder Verbotspolitik, Bürokratie und Rückschritt? Mehr Forschung, mehr Entwicklung und tolle Erfindungen machen, die uns Wohlstand sichern und Arbeitsplätze sichern und Klimaschutz erreichen. Wir müssen unsere Arbeitsplätze sichern, wir müssen den Aufstieg in unserer Gesellschaft wieder möglich machen, weil leider gilt in Deutschland einmal arm, immer arm. Und das Dritte ist, wir müssen Europa wieder zusammenführen. Weil es um die Zukunft unseres Landes geht, es ist viel liegen geblieben und jetzt brauchen wir eine Partei, die Gestaltungswillen hat und gute Ideen. Und das ist die FDP.